Willkommen zur Rückblende 2019. Wenn Sie einen Sinn haben, und das haben Sie offenbar für den besonderen Moment und für die treffende Pointe, dann sind Sie hier richtig. Heute hat Berlin den roten Teppich ausgerollt für Fotografinnen, Fotografen, für Karikaturistinnen, Karikaturisten. Tatsächlich zeigen wir 2020 zum 20. Mal die Rückblende in der Bundeshauptstadt Berlin. Mehrere Duos bewerben sich um den SPD-Vorsitz. Ich habe viel gelacht mit der ICDC. Da habe ich viel gelacht. Das passiert nicht oft mit meiner Arbeit. Ich lachte mit meiner Arbeit überhaupt nicht, aber mit dieser Karikatur hatte ich viel Spaß. Für die gestalterisch überzeugende Umsetzung dieses engagierten Kommentars zum Klimawandel erhält Thomas Glassmann den 2. Preis Rückblende. In diesem Fall war es einfach so ein bisschen das Größenverhältnis, die Größe des Problems mit der versuchten Lösung. Und das in ein Bild zu setzen, ist dann hier auf diese Art und Weise dann zustande gekommen. Ich neige auch nicht so sehr dazu, immer die Politiker in den Fokus zu nehmen. Mich interessiert vielmehr, was macht Politik mit uns? Also wie schafft man es als Karikaturist, spürbar werden zu lassen, was da passiert, dass die politischen Entscheidungen nicht im luftleeren Raum passieren, sondern dass sie ganz konkret unsere Lebenswirklichkeit mitbestimmen. Die Meinungs- und Pressefreiheit, meine Damen und Herren, ist ein empfindliches Gut. Wie weit sie reicht, wo ihre Grenzen sind, muss ganz offensichtlich nicht nur jede Gesellschaft, sondern auch jede Generation neu verhandeln. Ganz herzlich bitten und begrüßen auf der Bühne darf ich jetzt Luftrolf Hell. Ja, man sieht halt die Pressefreiheit, die nicht nur bedroht ist, sondern schon angeknabbert. Das Ganze übertragen in eine Jäger-Beute-Situation. Und ja gut, davon lebt die Karikatur, dass man es immer überträgt in eine andere Sphäre, die Sache umsetzt.